Julia Kirmeier, Lessing-Schule. Für mich hat Frau Kirmeier den Preis Lehrerin des Jahres verdient, weil sie, finde ich, eine sehr ausgeglichene, humorvolle, entspannte Kollegin ist, die einfach mit ganz viel Herz und Engagement an jedem einzelnen Kind dran ist. Weil sie eine gute Lehrerin ist. Sie ist nett und schön. Sie ist halt sehr nett. Sie macht mit uns sehr coole Sachen wie Muffinverkauf oder Kerzenverkauf, weil sie nett ist und viele schöne Sachen mit uns macht. Sie ist eine gute Lehrerin, weil sie eine sehr tolle Lehrerin ist und sehr schöne Sachen mit uns macht. Sie kann gut Streit klären mit anderen Kindern. Sie kommt direkt und klärt das mit uns. Weil sie unfassbar empathisch mit den Kindern ist. Auf der einen Seite sehr, sehr klar, hier ist die Grenze, da geht's nicht weiter. Und dann gleichzeitig immer wieder abholen und aufnehmen, wenn Kinder drohen zu scheitern. Der eine Kirmeier-Moment ist für mich schwer zu beantworten oder schwer rauszufinden. Nicht, weil es nichts gibt, sondern tatsächlich, weil es einfach so viel gibt. Wir waren im Mundenhof, wir durften zu Ziegen oder Schafe zeichnen, zu diesen Tieren und wir durften sie halt auch bürsten. Also im Unterricht, das Coole war, dass sie immer das Geschenk gemacht hat, immer dienstags. Das war für einen Ausflug. Da haben wir Brötchen gebacken und sie ist mit uns gekommen. Die Frau Kirmeier, ich hatte das große Glück, dass sie meine Mentorin im Referendariat war und mich da sehr gewinnbringend unterstützt hat. Ich wünsche dir, Julia, dass du die Energie beibehältst, die du jetzt hast und dass du jeden Moment mit den Kindern genießt und dieses Genießen den Kindern immer wieder weitergeben kannst. Dass sie immer noch so bleibt, wie sie gerade ist und dass sie immer hier bleibt in der Schule noch und viel Erfolg hat. Dass sie weiter so eine tolle Klasse hat und weiter so gut bleibt, so eine coole Lehrerin. Dass sie weiterhin ihre Geduld bewahrt und auch ihre Kreativität mit den Kindern neue Wege zu gehen. Dass sie die beste Lehrerin bleibt. Julia Kirmeier, Lessing-Schule.